So Leute, da sind wir wieder bei einer neuen Aufnahme von Let's Play Pokémon Blattgrün Nuzlocke. Ich habe mal wieder ein klein wenig am Team rumgebastelt. Der Fight ist jetzt wieder dabei und dafür darf Scuddy erstmal eine Pause machen. Ich weiß, Scuddy ist ein starkes Pokémon bei uns im Team, aber unser Fight gibt uns dann noch ein bisschen mehr Typabdeckung. Ich hätte eigentlich theoretisch auch Cuddy rauswerfen können, aber... ich will zumindest, dass sie noch einen Taubos mit, bevor ich sie aus dem Team rausnehme. Also gut, wir sind hier immer noch in Prismania City und unser nächstes Ziel ist Fuchsania City. Und ich möchte das jetzt mal ganz kurz auf der Karte zeigen. Wir haben dafür ja jetzt zwei Möglichkeiten, dahin zu kommen. Entweder wir nehmen hier den Weg über Route 16, 17 und 18. Das wäre über den Fahrradweg. Alternativ könnten wir hier über Route 12, 13, 14 und 15 hier an der Küste entlang. Ich werde allerdings beide Wege gehen. So viel gleich mal vorab. Egal welchen Weg wir nehmen, wir müssen entweder hier oder hier an einem Relaxo vorbei. Und eins von den beiden möchte ich zumindest gerne fangen. Ich habe Kenji schon nach vorn gepackt, weil der ist derjenige, der am ehesten noch Relaxos Attacken tanken kann. Und hat nebenbei den Durchbruch zum Draufhauen. Ich habe ungefähr 15 Superbälle dabei. Die Pokéflöte habe ich auch. Ich war auch mal wieder ein bisschen einkaufen. Item-Vorrat wieder etwas aufgefüllt. Ich hoffe jetzt nur, dass uns bei der Aktion niemand drauf geht. So. Na dann, wollen wir mal. Ein Relaxo. Ich habe jetzt, glaube ich, nichts, womit ich ihn paralysieren, einschläfern oder bei vergiften. Ich weiß gar nicht, habe ich irgendwas zum Vergiften? Ich meine nicht. Ja, wir hauen jetzt hier erstmal mit Durchbruch drauf. Nee, das macht sogar mehr Schaden, als ich gedacht hatte. Ui, das Ding macht ganz schön Schaden. Wenn Schlitzer einen Crit macht, ist es hin. Mach mal lieber einen Steinhagel. Schreck zurück, sehr schön. Pokébälle sind hier. Schauen wir doch einfach mal, ob wir das Ding fangen können. Hui, das war erstaunlich unkompliziert und ich glaube, so schnell habe ich Relaxo noch nie erwischt. So, ja, auch du kriegst einen Spitznamen. Für dich habe ich immer wen ganz besonders, weil der Chrissy Relaxo ja so gern mag, darf er jedes Mal eins sein. Ich gehe aber mal fast davon aus, dass er dieses Mal sogar eine Chance hat, ins Team zu kommen. Ja, ich glaube, in der Psycho-Arena könnte ich den auch gut gebrauchen. Relaxo hat zumindest eine mehr als enorme Spezialverteidigung. Zusammen mit einem richtig starken KP-Wert. Ja, ich glaube, für die Psycho-Arena werde ich den auspacken. Also, für die Psycho-Arena habe ich jetzt ganz schön vorgesorgt. Ich meine, ich habe einen Flamara mit einer guten Spätstaff. Ich habe einen Vulnona, das eine super Spätstaff hat. Dann habe ich noch, ja, Relaxo. Und ich meine, den Pedobären habe ich auch noch. So. Moment, war hier oben nicht irgendwas? Naja... 40 habe ich, glaube ich, noch nicht. Ich habe 32. Okay, das ist mehr, als ich sonst so habe. Wollt ihr noch irgendwas? Okay, hier gibt es nichts zu sehen. Wo stand denn dann nochmal der mit den... der die 30 wollte? Für 30 gibt es ja, glaube ich, den Detektor. So. Ich glaube,
Wir räumen jetzt erstmal den Fahrradweg ein bisschen auf. Die meisten hier haben Gift- und Kampf-Pokémon. Ich habe zwar jetzt kein Psycho-Pokémon dabei, aber zwei Flug-Pokémon und ein Boden-Pokémon. Das sollte also auf jeden Fall reichen. Und wir sind ja mit dem Level gut dabei. Ich meine, der hat jetzt einen Level 29 Slimer. Wir haben einen Level 30 Sandama. Das ist noch eins unserer schwächeren Pokémon. Smogon, das Ding hat hier ja schon Schwebe. Psycho-Attacken habe ich ja immer noch keine im Team. Aber dann schmeiße ich Sorti da rein. Gut, ich hätte jetzt eigentlich Konchan reinschmeißen sollen, der hätte das Ding mit Flammenwurf auseinandergenommen. Oh, ich sehe gerade, das ist Biker Eduard. Das ist Eduard Laser. Okay. Rauchwolke. Why you do that? Schauen wir mal, ob der Biss vielleicht sogar mehr Schaden macht. Oh, es kommt ziemlich aufs Gleiche. Okay, die Heimpower geht jetzt daneben. Das kann uns zumindest nicht vergiften. So. Dann einfach mal weitermachen hier. Glatzkopf Remigius mit einem Macholo. Na gut, da machen wir einfach einen Schaufler. Gesichte. Ich bin noch kein Geist-Pokémon. Und ein Volltreffer. Sehr schön. Kenji macht hier wieder einen super Job und erreicht Level 31. Plus 4 Init. Oha. Unser Kenji wird sogar noch richtig schnell hier. Super Speed Xandama. Ein Mankey kommt hier rein. Der Fight darf auch mal wieder rein. Der hatte ja Pause in der Pflanzenarena. Also gut, einmal Durchbruch. Wir wissen ja selber alle, dass Mankey so gut wie gar nichts aushält. Ein Macholo hat er noch, das verprügeln wir doch auch gleich noch. Rasaf hält schon nicht wirklich viel aus, aber Mankey so gut wie gar nichts. Ich weiß selber gut genug, wie nah unser Fight immer dem Tode war, wenn er von irgendwas Physischem angegriffen wurde. Spezialverteidigung ist auch nicht so viel besser, aber zumindest ein bisschen. Mit Dirki kann ich jetzt nicht allzu viel machen. Ich lasse Kenji jetzt einmal mal vorne. Mit dem konnte ich zumindest im Zweifelsfall die ganzen Boden-Pokémon, die ganzen Gift-Pokémon durch die Bodenattacken. Ich schau mal, was ein Schlitzer macht. Vielleicht macht man ja auch einen Crit. Ja, es reicht zumindest fast aus. Ein Schlitzer hat zumindest eine 25%ige Crit-Chance. Macholo. Naja, da schaufeln wir mal wieder. Kenji darf mal wieder ein Loch graben. Geowurf, das macht 29 Schaden. Wahrscheinlich das Effektivste, was er hier überhaupt hat. Den Life haben wir auch besiegt. Ich habe doch, glaube ich, noch ein paar Tränke, oder? Also so ein paar kleine Tränke. Oder? Nope, ich habe sogar schon gar keine mehr. Habe ich die schon alle aufgebraucht? Ja, das lohnt sich jetzt aber noch nicht. Ich
weiß, dass wir hier einen Slog machen, aber ich muss trotzdem auch mit meinen Heil-Items mal ein bisschen sparsam sein, hin und wieder. Packen wir unseren Kenji einmal mal nach hinten. 1 Smogmog, okay, ich will mit Fight jetzt nicht in einem Smogmog drin bleiben, wenn ich ehrlich bin. Das darf Kanchan machen. Der hat dann noch die am ehesten Chancen, das Ding kaputt zu machen. So, Kanchan, tu mir einfach einen Gefallen und triff. Einmal, wenn ich dich um einen Gefallen bete. Au! Bitte mach keinen Crit. Oh oh, oh oh. Das reicht nicht aus, oder? Oh, wow. Okay. Das war mir jetzt viel zu knapp. Wenigstens das hat er noch bekommen, Level 3, Level 32. Okay. Ich habe ja wieder ein bisschen Gegengift eingekauft, zum Glück. Schon wieder ein Smogmog. Und der ist jetzt nur Level 28. Ich probiere es einfach mal mit einem Mega Kick. Sollte ja trotz allem ordentlich Schaden machen. Okay. Ich schmeiß lieber wieder den Sword hier rein. Immer die Idioten mit ihrer Rauchwolke. Vor allem, wie sie immer Instant Impact haben davon. Also, lass mich kurz zusammenfassen. Das Muster des Schlammbad, Smog, Rauchwolke und Tackle. Dreimal hintereinander daneben hauen, nach einmal Rauchwolke. Ich meine, nach einmal Rauchwolke habe ich noch eine Trefferchance von 75% oder so. Der ballert mich hier mit Crits zu. Was hat denn der Typ für ein Hex? Smogon. Na gut, da schmeiße ich jetzt einfach Kanchan rein, der ist ja wieder einigermaßen fit. Und noch ein Smogmog, du willst mich doch verarschen. Habe ich noch irgendwas, was ich in einen Smogmog reinwerfen kann? Ja, ich glaube, ich muss Sword hier einfach hochheilen. Kanchan will ich nicht schon wieder in einem Smogmog drin lassen, nicht mit halbem KP. Auf der anderen Seite brauche ich hier jetzt erstmal mindestens einen Supertrank. Ja, er macht nur Smog, das ist gut. Genauigkeitssenkungen sind ja inzwischen auch wieder weg. Moment. Ich gebe ihm jetzt einfach mal einen Konfu-Strahl. Keine Lust, dass der mich jedes Mal hier anhittet.
Und da kommt er einfach durch. Weißt, ich mach mit... Ich habe eine Trefferquote von 75% und hau dreimal hintereinander daneben. Er hat 50% Chance, sich selber zu hauen und kommt durch. Na, immerhin. Und flinchen könnte er theoretisch auch mal. Oh ja, Rauchwolke. Na gut, der Konfusstrahl hat sich zumindest schon ein bisschen gelohnt. Und hey, wir hauen schon wieder daneben. Na, immerhin haut er sich selber. Und schon wieder daneben gehauen. Und er ist nicht mehr verwirrt, ne? Ganz toll. Wie viel Glück hat diese dämliche KI eigentlich? Okay, Sorte hier dabei zu haben, war auf jeden Fall eine gute Idee für den Fahrradweg. Ich bin am Überlegen, für den Fahrradweg vielleicht nochmal Fight gegen Scuddy auszutauschen. Weil, wenn ich so recht drüber nachdenke, bringt er mal über den ganzen Weg darunter nichts. Die meisten haben Gift-Pokémon, gegen die seine Kampfattacken nicht wirklich viel Wirkung zeigen. Giftattacken sind physisch, wo seine schwächere Verteidigung liegt. Und die meisten Pokémon dort haben zudem noch, also weil die meisten einfach Smogon haben, eine stärkere Verteidigung als Spezialverteidigung. Es gibt ein paar wenige, die Slymog haben, aber das war's auch schon. Relaxo hat eine Marunbeere. Was hatten die überhaupt? Ein hastiges Wesen. Ja, das ist ja mal wieder... nein. Selbes Wesen wie Sandama. Ein Relaxo, das gerne schnell wäre. Mit einer Init Base von 30. Aber hey, er hat Speckschicht. Ah, jetzt musste ich kurz niesen, Entschuldigung. Ja, für die erhöhte Init, die ihm gar nichts bringt, hat er eine verringerte Verteidigung, was immer wieder sehr toll ist. Aber hey, er hat 77 Spätzle von 76 Angriff und sehr, sehr viel KP. Ja, ich sehe für den großen Nutzen in der Arena von Pyro wegen der Speckschicht. Okay, aber ich nehme, glaube ich, doch Vulnona mal wieder mit. Und Fight darf nochmal Pause machen. Bringt mir für den Fahrradweg noch mehr. Nach dem Fahrradweg, wenn ich über den anderen Weg zurückgehe, dann darf der wieder mit ins Team. Dann darf er ganz, ganz viele andere Pokémon verprügeln.